Wenn ihr auch Schmetterlinge aus Muscheln basteln möchtet, schaut euch das Video an. Dafür brauchen wir jetzt diese Muschelform. Die ich jetzt hier ja auch in groß und klein und unterschiedliche Farben habe. Und suche mir die insgesamt auch alle erstmal raus. Und sortiere mir jetzt erstmal meine Muscheln auf dem Tisch. Und zwar ist ja hier einmal die lange Fläche und hier ist die kurze Fläche. Hier seht ihr schon eine linke oder oben und unten. Also so eine Muschel besteht ja immer aus ein Pärchen. Und jetzt ist es natürlich klar, wenn man einzelne Muscheln Hälften hat, muss man erstmal wieder suchen, so dass man nachher Muscheln hat, die richtig gut zueinander passen. Also sprich eine Sorte und hier die andere Reihe. Und jetzt gucke ich, okay, ist das jetzt hier ungefähr die gleiche Länge und passen beide Muscheln richtig gut zueinander. Und jetzt kann man das so richtig schön sehen, eben halt, welche Muscheln gut zusammenpassen. Man kann sich die eben so entschieben. Und sich so kleine Pärchen ganz einfach aussuchen. Ich nehme mir jetzt hier ganz einfaches Gefäß und ich nehme jetzt hier diesen Dekosand. Das liegt ganz einfach daran, dass ich keinen Strandsand zu Hause habe. Ich mache mir jetzt hier ein bisschen Sand drauf. Ich habe auch viel getestet an Klebstoff, was man machen könnte und bin wirklich darauf gekommen, dass es mit Sekundenkleber am allerbesten geht. Und kann jetzt hier die beiden Hälften jetzt hier im Sand richtig gut platzieren und kann die richtig schön zusammenschieben. Also ich kann einmal den Schmetterling so setzen und komme hierbei und mache hier oben an dieser Verbindungsstelle ganz einfach nur einen ganz kleinen Klecks mit dem Sekundenkleber auf. Ihr habt ja jetzt gesehen, es läuft gleich so lang und dann kann man das 2-3 Stunden gut austrocknen lassen. Man kann aber eben halt auch eine ganz andere Form, dass der Schmetterling seine Flügel weit auseinander hat. Und lasse das auch erstmal so trocknen. Und sie sind ganz gut geworden. Manchmal ist jetzt hier vom Sand was dran. Also dann nehme ich jetzt hier auch einfach mein ganz kleines Schleifgerät. Und habe das dann hier abgeschliffen. Eben halt auch. Mal ein bisschen mehr dran. Oder man kann den Schmetterling so rumnehmen. Das ist dann sehr praktisch mit dem Sand. Jetzt komme ich anschließend bei. Ich brauche wieder meinen Sandteller. Und zwar gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Hier gibt es hier einmal solche kleine Nadel. Wie so eine kleine, für eine kleine Brosche. Und in solche Röhrchen gibt es im Internet auch die Magnete. Und zwar sind die hier 3 mm von der Größe.
Und da habt ihr ja immer dieses dicke Magnet und diese dünne Scheibe. Wir brauchen jetzt diese dicke, denn da ist das Magnet und dieses andere ist das Eisen, so dass ihr das dann nachher an eure Deko entweder hinter Stoff zum Beispiel kann man das richtig gut machen oder man hat eine Magnettafel oder am Kühlschrank oder eben streicht sich so eine Pinnwand mit Magnetfarbe. Also da gibt es ja jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die brauchen wir einmal. Und kommen jetzt hier ganz einfach auch wieder bei und leg mir meine Schmetterlinge, guck, wie ich die haben möchte, von welcher Seite und natürlich von der Seite, die jetzt unten sei und nehme meinen Sekundenkleber. Und komme jetzt hier bei dem Magnet bei und mache da Kleber rauf. Und nutze ganz einfach die Erdanziehungskraft. So rutscht ein bisschen. So, dass der Kleber jetzt praktisch hier nach unten läuft. Und mit dem Werkstück schon mal verbunden ist und kann ihn jetzt so ganz einfach ankleben und lasse den eben auch wieder 2-3 Stunden ganz einfach so stehen. Hier habe ich einmal solche Zierdrähte, die haben eine Stärke von 0,03 mm und auch davon. Die gibt es auch in diesen schönen unterschiedlichen Farben. Na, ihr seht das schon anhand der Spule, welchen Draht ihr da braucht. Und kneift mir so ein Stückchen ab. Und habt jetzt hier Perlen. Und die haben eine Stärke von 5 mm und 3 mm. Nehme eine Perle für unten, mir den ein bisschen drehen und ja, da braucht ihr ungefähr, ja, zwischen, kommt ja jetzt immer drauf an, wie groß eure Muscheln sind, also von 5 bis 10 unterschiedlich. Mich hier und teile mein Draht. Ich habe jetzt hier solche kleinen schwarzen Quetschperlen noch in meinen Kasten. Und die nehme ich jetzt für die Fühler und gehe bei und drehe das hier richtig schön ein. Nimm dann den Draht und versuche den jetzt hier in die Perlenkette wieder mit reinzuschieben. Ruckzuck habe ich für den kleinen Schmetterling jetzt den Rumpf und die Fühler fertig. Und ganz zum Schluss klebe ich natürlich den kleinen Körper auch an, dass ich den jetzt hier einfach auch rauflege. Macht das auch mit dem Sekundenkleber am besten. Denn klar,
Wenn ihr einen Raum habt, wie gesagt, wo jetzt keine Feuchtigkeit sein kann, dann könnt ihr das natürlich auch mit Heißkleber machen. Aber so geht es eben halt wunderbar. Und ihr könnt jetzt die kleinen Schmetterlinge auch für draußen verwenden, für die Gartendeko und. Ja, und wenn euch meine kleine Schmetterlingsidee gefällt, teilt das Video in den Communities und ich wünsche euch auch viel Spaß beim mal selber auszuprobieren.